Manch einer kauft sich schicke Klamotten, ein tolles Auto oder gibt viel Geld auf gewissen Partys oder sonstigen Feierlichkeiten aus. Und ich investiere lieber in unsere Natur, in unsere Umwelt und habe mir einfach mal ein paar Bäume gekauft. Radfasser Kommissar, meine Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Peace-Projekt. Und heute möchte ich einfach zeigen, weil jetzt meine Bäume angekommen sind, die ich hier bei uns auf dem Grundstück pflanzen möchte. Das sind unter anderem Beerensträucher. Und an der Gemeinde habe ich auch angefragt vor unserer Garage, dass ich da auch ein paar Bäume ansetzen darf. Und am Schrebergarten hatte ich auch, wo wir halt die Fläche gesehen haben, dass ich auch dort Bäume setze. Das habe ich auch schon mal in dem ersten Video erwähnt. Und die sind halt heute angekommen. Der Grund deshalb, ja, wie gesagt, viele Leute diskutieren viel über Klimawandel, Klimaveränderung, Klimaschutz. Und jetzt in den letzten Sommertagen haben auch viele Leute gemerkt, die ganze Trockenheit, die Dürre, das macht halt viel zu schaffen, vor allem in der Stadt. Aber das ist halt auch so, wenn jetzt zum Beispiel große Bäume dastehen, die saugen erstmal das ganze CO2 mit auf. Das heißt, da wird es vielleicht noch mal ein bisschen kühler. Und zum Beispiel in der Stadt sorgen sie natürlich auch für einen gewissen Schatten. Und da heizt sich der Teer sozusagen nicht so auf, weil die Sonne knallt knallhart runter auf den nackten Boden und fördert natürlich auch zusätzlich die Erosion. Da ist es halt auch immer wichtig, mal hier Bäume einfach nachzupflanzen. Viele Leute tun einfach jetzt viele hochstämmige Bäume, die von früher gepflanzt wurden, abreißen. Das sehe ich zum Beispiel hier in der Gemeinde sehr viel. Die Leute wollen sich nicht mehr drum kümmern. Aber es ist halt immer wichtig, für die nachfolgende Generation immer nachzupflanzen. Und das möchte ich halt jetzt einfach vorleben, nachmachen. Dass halt einfach hier mehr Leben entsteht, mehr Grünzeug. Hier zum Beispiel hier bei uns in der Gemeinde gibt es schon sehr viele Bäume. Hier werden auch regelmäßig welche gepflanzt, aber hier gibt es trotzdem noch sehr viele Grünflächen, wo nichts ist, wo einfach nur leere, karge Wiese ist, die einfach nur abgemäht wird und trockengelegt wird. Und ja, deshalb, da könnte man super Bäume pflanzen. Und wenn die mal groß werden, Bäume und genug Früchte tragen, was kann man besser für die, zum Beispiel dieses Hungerproblem machen, wenn sich einfach Leute kostenlos Früchte holen können, die nicht gespritzt sind, die nicht gedüngt, irgendwie belastet sind, einfach frisches Obst und Gemüse einfach von einem Baum runterpflücken können, ihre Gesundheit etwas Gutes tun und nicht mehr Geld für Früchte, die dann aus Italien, Spanien, Mexiko oder sonstigen südländischen Ländern kommen, zahlen müssen im Supermarkt, die dann zu früh geerntet werden, also unreif geerntet werden, eventuell auch belastet sind, gekühlt werden, einfach nicht mehr die Qualität haben von einer sonnengereiften, frischen Frucht. Und sowas muss man auch erstmal erleben. Ich meine, viele von euch kennen es ja, wenn sie im Winter Tomaten essen und dann im Sommer von ihrem eigenen Garten vielleicht oder ihrem eigenen Balkon mal saftige Tomaten probieren. Das sind einfach Welten. Und genauso ist es halt auch bei den Früchten. Zusätzlich, dass man auch hier nicht mehr diese Supermarkt, diesen ganzen Transport von LKWs, Flieger, Schiffen etc. unterstützt, hier Erdöl einspart und einfach hier nochmal zusätzlich die Ökobilanz und seinen ökologischen Fußabdruck verringert. Wie gesagt, die Leute diskutieren immer, was sie für den Klimaschutz oder für den Klimawandel, Umweltschutz alles beitragen können. Und das ist halt wirklich ein aktiver Beitrag, den man wirklich leisten kann. Einfach mal Bäume pflanzen. Es ist nicht schwer, man muss nicht jetzt unbedingt, was weiß ich, jetzt viel Geld in Organisationen stecken wie Greenpeace oder der WWF oder irgendwie so, die dann Riesenprojekte arrangieren und dann den Menschen
auch außerhalb von Deutschland helfen, was auch sehr wichtig ist. Aber man kann auch schon vor seiner eigenen Haustür anfangen und in seiner eigenen Stadt, in seinem eigenen Dorf und in seiner eigenen Gemeinde etwas für die Nachhaltigkeit machen, für die Kinder, für die Umwelt, für die nachfolgende Generation. Das möchte ich einfach nur mal kurz sagen. Wie hat auch der Schwede, ich glaube Felix Jehn oder so, hat halt gesagt, er war auch mal bei uns an der Schule, das hat mich auch sehr geprägt, stop talking, start planting. Also hört auf zu debattieren. Es ist alles schön und gut, die Vor- und Nachteile zu diskutieren, aber irgendwann ist halt auch mal Schluss. Es muss einfach etwas getan werden. Und da ist es einfach stop talking, start planting, fangt an, Bäume zu pflanzen, kümmert euch um die Bäume, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, welche zu setzen in eurer Gemeinde, wässert die, es ist wirklich stark trocken, junge Bäume brauchen genug Wasser, kümmert euch um den Boden, mulcht sie mit gutem Grasschnitt, bevor das einfach irgendwo am Wertstoffhof 2 Meter hoch fault und verrottet, das ist schade um den Grünschnitt, mulcht sie, gießt sie, bereitet einfach einen guten Boden auf, kümmert euch einfach um die Bäume. In diesem Sinne, das ist jetzt nur ein Teil von den Bäumen. Es kommen noch weitere Bäume, die ich bestellt habe. Aber einen kurzen Überblick, was ich bestellt habe. Ich habe 2 Maulbeeren bestellt, eine Knoblauchpflanze, dann viele verschiedene Weine, also Trauben habe ich bestellt. Kiwis, weil Kiwis ist halt so, da gibt, braucht man immer eine männliche Sorte und eine weibliche Sorte, weil ich halt hier welche bei mir im Garten ansetzen möchte. Und unten am Schrebergarten habe ich 2 männliche Kiwis bestellt und dann auch noch weitere weibliche. Es gibt auch selbstbefruchtende Kiwis. Dann habe ich auch noch Goji-Beeren bestellt, viele verschiedene Erdbeeren. Zwergfelsenbeeren, die kommen bei uns in dem Garten, weil wir halt eine Bodenheizung haben, kann man halt hier keine Tiefwurzler setzen. Dann, wie gesagt, Maulbeeren habe ich schon erwähnt. Dann habe ich 2 Feigen gesetzt. Da möchte ich nach dem Permakulturprinzip dann das entsprechende Klima schaffen. Und 3 indischen Bananenbäume, Pawpaw. Das ist sehr wichtig, dass man mindestens 2 braucht, wenn man spezielle Sorten hat, weil die sich sonst keine Früchte bilden. Ich habe 3 bestellt, es gibt auch selbstfruchtbare Pawpaws, aber an die bin ich jetzt nicht gekommen. Deswegen habe ich mir jetzt auch 3 bestellt und dann habe ich mir auch nochmal für die kommende Saison auch Zwiebeln bestellt zum Verkaufen, damit ich mich auch wieder ein bisschen finanzieren kann. Also, ich werde dann nochmal einen kurzen Überblick machen über die Bäume, die ich jetzt hier aufgestellt habe. Ich habe auch eine rote Weinbergpfirsich bestellt, aber ich weiß jetzt nicht, wo die genau steht. Die habe ich jetzt nicht gesehen, da muss ich nochmal kurz schauen. In diesem Sinne, das war jetzt der Teil 1 von meinen Bäumen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von meinem Peace-Projekt, wo ich dann auch mal die weiteren Bäume zeige, wie ich sie dann auch nochmal pflanzen möchte. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir sehen uns in der nächsten Episode und genießt wie immer die schönen Sommertage. Bis dahin. Ciao.